Volkswagen hat große Pläne mit dem ID.3 und dem modularen Elektroantriebsbaukasten. Ich denke, wir stehen hier kurz vor einer Wende, was die Mobilität der Zukunft angeht. Deswegen habe ich für euch hier ein paar Infos zum ID.3 zusammengefasst. Ich möchte aber dazu sagen, das wird nicht allzu technisch und ich möchte auch hier keine politische Diskussion auslösen, denn da hat jeder so seine Einstellung zu und ich vermute, wir müssen auch einiges abwarten, um da überhaupt Schlüsse draus zu ziehen. Ich habe das Ganze in drei Steps unterteilt. Das erste sind so ein paar neue Videos und die Features vom ID.3. Danach so die üblichen Fragen, also Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen zusammengefasst. Und ganz am Ende möchte ich euch noch einen kleinen Einblick in die Ladeinfrastruktur und die Möglichkeiten und wie das Ganze funktioniert geben. Dann würde ich sagen, wir fangen direkt mit den Clips an und wir sehen uns gleich. Der ID.3 ist Ihr neuer persönlicher Begleiter. Seine innovativen IQ-Light Matrix-Scheinwerfer leuchten auf und begrüßen Sie, sobald Sie sich Ihrem Auto nähern. Die intelligente Sprachsteuerung Hallo ID passt auf Wunsch die Temperatur an, weist den Weg oder spielt Ihren Lieblingssong. Werden Sie beispielsweise angerufen, gibt Ihnen das ID.Light visuelles Feedback. Hallo ID zusammen mit ID.Light nehmen Ihnen fast alles ab. Sie müssen es nur sagen. Das Augmented Reality Head-Up Display projiziert die Navigation während der Fahrt direkt in die Verkehrssituation. Ab 60 km pro Stunde kann der serienmäßige Lane Assist erkennen, ob der ID.3 unbeabsichtigt die Fahrbahn verlässt und Sie dabei unterstützen, auf der Spur zu bleiben. Die optionale Distanzregelung ACC kann Ihnen dabei helfen, dank vorausschauender Geschwindigkeitsregelung die zulässige Höchstgeschwindigkeit sowie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. So hilft Ihnen der ID.3, Ihr Ziel komfortabler zu erreichen. Der vollelektrische ID.3 profitiert von einem neuen Antriebskonzept, das mehr Platz im Innenraum schafft. Das Cockpit ist neu gestaltet und bietet Übersicht und Bedienkomfort. Auf Knöpfe wurde fast komplett verzichtet. Der ID.3 lässt sich über Schaltflächen und Sprachsteuerung bedienen. Mit den kapazitiven Schaltflächen am Lenkrad werden wichtige Einstellungen schnell und einfach erreichbar. Sobald der Wahlhebel nach vorn gekippt wird, kann die Fahrt beginnen. Kraftvoll und ohne Schalten. Volkswagen. Okay, alles klar. Also ich bin elektrifiziert. Ich hoffe, ihr auch. Das wird mit Sicherheit ein cooles Auto. Klar, der wird nicht alle unsere Klimaprobleme lösen oder den vom Aussterben bedrohten Amur-Leopard oder das Spitzmaulnashorn retten. Aber ich finde die Vision, die Richtung und das Engagement von Volkswagen sind für mich schlüssig. Klar, es bleibt abzuwarten, was dann am Ende wirklich in die Tat umgesetzt wird, sprich Lieferkettenkontrolle, CO2-neutral oder der grüne Strom. Aber ich freue mich auf jeden Fall, meinen Beitrag dazu leisten zu können und mein ID ist auch schon bestellt. Die Form erinnert mich direkt so ein bisschen an den Golf Sports Van. Dadurch kann man aber davon ausgehen, da wird er ein ordentliches Platzangebot haben. Der Einstieg ist natürlich wieder etwas höher. Das liegt natürlich auch an dem Akku, der im Unterboden verbaut sein wird. Die Länge ist dann bei 4,26 Meter, die Breite bei 1,81 Meter und er wird 1,55 Meter hoch sein. Er ist auf dem modularen Elektroantriebsbaukasten aufgebaut, dazu komme ich gleich nochmal, und er wird heckangetrieben sein. Das ist wieder schön, wenn wir vorne keinen Mittelkonsolentunnel und da wieder auch schön viel Platz. Er wird erstmal in drei Varianten angeboten. Das sind die 45 Kilowattstunden, die 58 Kilowattstunden und 77 Kilowattstunden. Man kann sich das dann wie so eine Tafel Schokolade vorstellen. Da werden dann einfach die einzelnen Module weggenommen oder hinzugefügt und dann haben wir die verschiedenen Leistungsstufen. So ein Akku wird, ich gehe mal davon aus, irgendwas zwischen 300 und 400 Kilo wiegen. Ein bisschen was sparen wir natürlich, dass wir jetzt keinen Ottomotor mehr drin haben. Ich vermute so ein Gesamtgewicht bei etwa 1,6 Tonnen, ne? Plus minus, je nachdem welchen Akku man auch nimmt. Die Reichweiten laut WLTP sind echt super, muss ich sagen. Wir liegen bei dem kleinsten bei etwa 300, bis zu 330 Kilometer, bei dem größten sind das bis zu 550 Kilometer. Der Einstiegspreis bei dem kleinsten sollte unter 30.000 liegen, allerdings ohne Gewähr, denn das ist noch nicht offiziell. Wenn wir mal von dem mittleren ausgehen, 58 Kilowattstunden, der hat eine Leistung von etwa 200 PS. Das sollten dann elektronisch angetrieben so um die 8 Sekunden auf 100 sein. Der erste Zug ist aber natürlich gigantisch.
160 km/h werden die maximal haben. Der Kofferraum, ich habe ihn nur in Wolfsburg mal gesehen, ich war da, habe mir den angeguckt, hier auch die Bilder her. Kofferraumvolumen schätze ich mal auf 400 Liter, das ist aber auch nicht offiziell, ne? Das wird dann irgendwann noch bekannt gegeben. Hier habe ich noch ein Bild zur Anhängerkupplung, die wird dann, wie man gut erkennen kann, hauptsächlich für Fahrradträger sein. Ich habe richtig gute Neuigkeiten für unsere Pre-Booker und zwar am 17. Juni geht es wohl los, laut Volkswagen. Wir können uns dann zusammensetzen, die Fahrzeuge nochmal durchschauen und auch bestellen. So soll das sein. Für alle anderen, die drauf warten, das wird wohl etwas später dann losgehen. Es gibt noch keinen Termin. Ich kann euch jetzt noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Es wird aber so ablaufen, dass ihr das mitbekommt, da bin ich sicher. Und dann könnt ihr das Auto zu Hause selbst konfigurieren und müsst dann am Ende nur noch den Händler angeben, bei dem ihr das Fahrzeug bestellen wollt. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir das sind und gucken uns das zusammen an. Wenn ihr dazu aber Fragen habt für diesen ganzen Ablauf, dann meldet euch einfach und wir sind da alle für euch da. Wie schon gesagt, ich war in der Autostadt und habe mir den noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Ich habe hier ein paar Bilder von euch gemacht, unter anderem von den Ladesäulen. Wir haben hier diese drei Ladesäulen. Was die genau können, das kann man dann nochmal speziell nachlesen. Also wen es wirklich interessiert, dann einfach mal anrufen. Ich will das jetzt nicht zu langweilig machen. Diese drei hier haben wir auf jeden Fall. Und es gibt aber auch noch die Schnellladesäule. Und das ist aktuell die von Ionity und der andere Partner ist Elli. So, Elli macht die Wallboxen für zu Hause. Das ist dann das etwas langsamere Laden, sage ich mal. Aber es geht eigentlich darum, dass wir so ein Auto in der Nacht vollladen können. Und das schaffen wir mit allen. Die eine hat dann noch WLAN und ein bisschen mehr Funktionen. Da kann man dann noch mit abrechnen und, und. Die Ionity-Ladesäulen, die werden in Zukunft immer mehr sein. Und das Ziel ist, glaube ich, alle 120 Kilometer auf Autobahnen eine Ladestation zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, ob dann nur eine da ist. Ich vermute aber, das ist so ein kleiner Ladepark dann immer, wo dann so ein paar Stationen sind, ähnlich wie man das auch von Tesla kennt. Ja, diese Schnellladestationen, die laden wirklich schnell. Man sagt aktuell, wenn jetzt ein Akku nicht ganz leer ist, braucht man für 260 Kilometer neue Reichweite etwa 30 Minuten. Gehen wir jetzt mal von der Strecke München-Hamburg aus. Das sind etwa 800 Kilometer. Mit dem Ottomotor 800 Kilometer, wenn wir mal sparsam fahren, kriegen wir das vielleicht hin. Ansonsten brauchen wir noch ein paar Pausen. Rechnen wir mal 9 Stunden mit dem Ottomotor und einmal nachtanken, dass wir nur noch was drin haben. Ja, jetzt mit dem ID. Nehmen wir mal den mittleren, weil ich denke mal, man kauft nicht unbedingt den kleinsten und will damit dann durch ganz Deutschland fahren. Mittlerer Akku, 58 Kilowattstunden, hat eine Reichweite bis zu 420 Kilometer. So, wir fahren los, vollgeladen. Fahren wir 250 Kilometer in 2 Stunden, in 2,5 Stunden und machen die erste Pause. Ja, ich bin noch fit, früh losgefahren, wir machen nur eine Pause 20 Minuten. Wir sind an der Schnellladestation. Laden 20 Minuten plus 180 Kilometer und zack, sind wir wieder auf 350 Kilometer Reichweite. Wir fahren weiter. Die nächsten 250 Kilometer, also 500 Kilometer schon insgesamt gefahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Hunger. Ja? Ich würde jetzt auch was essen und ein bisschen längere Pause machen. Wir laden 40 Minuten an einer Schnellladesäule in der Nähe von einer Raststätte. So, ich gehe was essen in der Zeit und er hat 40 Minuten geladen. Könnten so 300, 350 Kilometer sein. Ja, vielleicht haben wir auch auf dem Weg ein bisschen mehr verbraucht. Rechnen wir einfach mal mit 350 Kilometern, mit denen wir weiterfahren. Und dann? 500 gefahren, 350 Rest, wir sind schon da. Ja, zweimal geladen, eine 20-Minuten-Pause, eine 40-Minuten-Pause, wir haben was gegessen, sind vielleicht auch 9 Stunden unterwegs gewesen. Einziger Unterschied ist, wir müssen natürlich etwas anders die Route planen. Wir müssen an den Schnellladestationen vorbei planen und wir müssen die Rasten so planen, wie die Schnellladestationen auch aufgebaut sind. Ich denke aber, das ist ganz vernünftig und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Ich bin da auf jeden Fall positiv eingestimmt. Ich habe da Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Ich möchte an dieser Stelle eigentlich nur sagen, wenn ihr da noch Fragen habt oder mehr Infos zu wollt oder sagt, da stimmt irgendwas nicht, sagt mir bitte Bescheid. Ja, das kann gut sein. Ich freue mich aber auf jeden Fall, wenn ihr wieder das Video teilt, wenn ihr liked, wenn ihr uns abonniert, Facebook, YouTube und Instagram. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.